Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juni 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Liebe Eliora, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das bleibt. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung, man nennt es auch Transit, das löst etwas im Horoskop aus. Und genau das schauen wir an, was passiert im Juni 2019. 1. Juni. Uranus befindet sich im Widder und bleibt auch hier im Widder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Oft kommt das plötzlich, unerwartet. Uranus ist im Widder, hier im höchsten Punkt des Horoskopes, aktiviert deine Berufung, aktiviert Themen wie Zielsetzung, Anerkennung, Ansehen und Öffentlichkeit. Venus bewegt sich am 1. Juni auch hier im Widder. Ich setze Venus auch. Und das bedeutet deine Kreativität. Das kannst du natürlich im Arbeit umsetzen. Immerhin handelt sich hier auch um die Berufung. Venus steht auch zum Selbstständigkeit. Oder eine Frau bei dieser Bewegung kann auch eine andere weibliche Person oder Personen auch bedeuten. Im Geburtshoroskop bist du als Frau. Bei dieser Bewegung kann auch eine andere Frau sein, dass du begegnest mit dieser Frau in Öffentlichkeit oder im beruflichen Umfeld. Venus hier im 10. Lebensbereich bedeutet auch, dass du als Frau wahrgenommen bist, stehst in Öffentlichkeit oder bekommst du Kompliment, Anerkennung. Wir bleiben noch im 1. Juni. Mond ist auch hier im Widder und aktiviert das. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle und unseren Alltag. Also all das wird hier aktiviert, Veränderungen bei Wiederenergie, Neuanfang, entweder in die Liebe oder beruflich oder bist du als Frau hier wahrgenommen, stehst in Öffentlichkeit. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne ist im Stier. Monatsthema ist etwas Wertvolles in Besitz nehmen oder um die Finanzen kümmern. Lernen, nicht immer alles festhalten zu wollen, sondern auch mal etwas loslassen oder die Tage genießen, zur Ruhe kommen. Sonne ist im Stier und das hast du hier im 11. Lebensbereich
und das entspricht deinen Wünschen? Oder erlebst du das in Freundeskreis oder in einer Gruppe von Menschen? Was dir gut tut, dass du das genießen kannst, bei Stier kann auch, bei Stierenergie, auch Themen handeln, was mit der Natur oder Garten, all das, oder mit Pflanzen in Verbindung ist. Merkur ist auch hier im Stier. Ich setze Merkur auch hier. Hier sind auch Gespräche, Kontakte. In Freundeskreis oder in dieser Gruppe. Kann auch Merkur hier bedeuten, dass du lernst, deine Wünsche zum Leben. Mars ist in Zwillingen. Nicht nur Mars bewegt sich in den Zwillingen, sondern auch Rahu, dieser Drachenkopf, und bleibt auch ganzes Jahr hier in den Zwillingen und 2020 auch noch. Und das ist genau die Position wie in dein Geburtshoroskop auch. Und das sind karmische Themen, die Suche nach etwas. Und hier hast du die Mars-Energie. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und brauchst du diesen Rückzug. 12. Lebensbereich ist auch Rückzug, damit du wieder Kraft hast. Kann auch bedeuten, dass hier mit einer männlichen Person karmischen Themen hast. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann seine Geheimnisse erzählt. Ist immerhin hier sehr geheimnisvoll. Im 12. Lebensbereich sind auch die geheime Feinde und das kann auch bedeuten, dass du hier dich durchsetzen sollst. Jupiter ist rückläufig, das bremst etwas, gerade Themen, was du vergrößern möchtest oder eine rechtliche Lage. Jupiter steht auch mit Recht auch in Verbindung. Jupiter bringt aber im Allgemeinen Glück. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Und aktiviert hier die Themen, was mit Kindern was zu tun hat. Skorpion, Energie steht in Verbindung zu unseren Gefühlen. Das sind die Erneuerungsprozesse. Und hier lernst du, das Leben zu genießen, aber auch deinen Gefühlen achten. Skorpion steht auch zum Sexualität und hier mit dem Lebensfreude. Natürlich aktiviert diese Themen auch. Jupiter gibt dir die Chancen, Möglichkeiten. Jupiter vermehrt etwas, löst oft Schwangerschaft aus, wobei bei dieser Rückläufigkeit ist eher das gebremst und Schwangerschaft löst dann erst wirklich aus, wenn Jupiter dann die Richtung ändert und wird direkt läufig. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet der Karma, bewegt sich im Schütze, gerade rückläufig. Hier hast du auch die absteigende Mondknoten und das zeigt alten karmischen Themen, auch in deinem Geburtshoroskop. Und zurzeit bewegt sich Ketu hier. Also das bedeutet, diese Beweglichkeit von diesem karmischen Knoten erreicht genau in dem Punkt wie in dein Geburtshoroskop. Und hier hast du karmische Themen, hat mit Vergangenheit etwas zu tun und das betrifft Schütze, Ziele setzen oder neu orientieren. Hat auch mit Ausland, mit Reisen und auch mit Spiritualität, mit religiösen Themen auch was zu tun. All das ist Schütze-Energie. Und hier im 6. Lebensbereich, das trifft dein Alltag, deine Arbeit. Saturn ist hier, beeinflusst die Schicksal. Hier gibt es auch schicksalhafte Veränderungen. Pluto ist auch hier.
Beide ist rückläufig und befindet sich exakt auf diesem karmischen Knoten, auf diesem Ketu und aktiviert hier karmischen Themen, was mit der Vergangenheit was zu tun hat. Entweder Erinnerungen oder Begegnungen mit Menschen, die du von früheren Leben kennst. Neptun ist im Wassermann. Ich setze hier die Neptun-Energie zum Wassermann. Hier aktiviert bei dir die Transformation, die Erneuerungsprozesse nach deinem Wunsch, nach deiner Vorstellung. Aber bei Neptun-Energie ist wichtig, daran auch zum Glauben. Das wird überprüft, wie stark ist dein Glauben. Glaubst an dir selbst, glaubst du an dein Vorhaben oder gibst du das auf? Also so sind die Planeten um 1. Juni. Im 1. Juni steht Mond und Venus in Verbindung und sie wirken zusammen. Das aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft und auch deinen Gefühlen. 2. Juni, Mond übergeht im Stier und aktiviert hier Themen wie Besitz oder etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, Finanzen, und aktiviert Themen, deine Wünsche und Freundschaften. Merkur übergeht in Zwillinge. Das heißt, im 2. Juni verlässt Merkur Stier und übergeht in Zwillinge. Und das bedeutet geheime Gespräche. Entweder jemand erzählt seine oder ihre Geheimnisse. Kann auch bedeuten, du hast deine Geheimnisse und du sollst auch schweigen. Kann auch bedeuten, dass hier etwas geflüstert wird hinter geschlossenen Türen oder dass du geheime Feinde hast und sie reden über dir, hinter deinen Rücken. 3. Juni ist Neumond im Stier, exakt um 11 Uhr und 2 Minuten. Hier im Stier, Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Themen sind Stierthemen, das Leben zu genießen, zurückziehen, zur Ruhe kommen oder etwas in Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern. Und kommt noch dazu Themen von 11. Lebensbereich, überlegen, was sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, das auch mal in Besitz zu nehmen, einen Plan zu haben, eine Vorstellung davon oder nachdenklich sein im Freundeskreis, Bekanntenkreis, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen oder schlicht einfach dich zurückhalten und zurückziehen von Freunden. 4. Juni Mond übergeht in Zwillinge und aktiviert hier Themen, was alles im Verborgenen liegt. In diesem 4. Juni steht Mond mit Merkur in Verbindung, das heißt Gesprächen und das berührt deine Gefühle. Kann auch eine Herausforderung sein, wo bei dir vielleicht Wut oder Enttäuschung auslöst, ist aber dann wichtig, dieser Rückzug. Und mit Zwillingsenergie das mit Leichtigkeit nehmen. 5. Juni. Venus übergeht im Stier. Und das kann bedeuten, dass du deine Wünsche hast
Und das ist deine Weiblichkeit oder dein Aussehen, dass du möchtest in dein Aussehen etwas verändern. Oder Thema Liebe, Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass hier im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder in einer Gruppe von Menschen Kontakt hast mit einem weiblichen oder mehreren weiblichen Personen. Mond und Mars steht in diesem 5. Juni in Verbindung. Mars, Mond in Verbindung, und das heißt, sie wirken zusammen. Und das kann bedeuten, dass diese männliche Person Gefühle hat für dich oder du hast Gefühle für ihn, aber alles im Verborgenen. Oder er ist im Rückzug und das berührt deinen Gefühlen. Oder er denkt an dich und das ist sehr gefühlsvoll. Kann auch bedeuten, diese Kombination, dass diese Mars-Energie gibt dir den Impuls und du handelst nach Gefühl, aber hier im 12. Lebensbereich wäre besser, deinen Gefühlen in Zaum halten und eher zurückhaltend sein. Das ist Rückzug, das ist auf jeden Fall hier Rückzug. Es ist eine zunehmende Mondphase und das heißt, du kannst etwas beginnen, was vermehren soll, was zunehmen soll, aber niemals in einem Tag, wo Halbmond ist, weil das wirft alles zurück. 7. Juni ist Mond im Krebs. Erreicht dein Aszendent. Und hier hast du im Geburtshoroskop auch den Mond, also eine Mondwiederkehr nennt man das. Du nimmst vieles sehr emotional wahr in diesem Tag. 8. Juni ist Mond in Erdnähe und begegnen wir uns mit der Lilith-Energie. Lilith bedeutet unseren Wünsche, unseren Sehnsüchte, aber löst Stimmungen bei uns aus. Entweder ist das ganz nah, wie gerade in diesem 8. Juni, Mond ist in Erdnähe. Wir spüren sehr intensiv diese Wünsche, diese Sehnsüchte nach jemand oder nach etwas. Und das erscheint sehr realistisch zu sein. Und haben wir die Möglichkeit, das im Tat umsetzen oder bekommen wir diese Bestätigung? 9. Juni ist Mond im Löwe, aktiviert Themen Werte und Finanzen und Besitz. In diesem 9. Juni wird Mond von Regulus bestrahlt, das ist dieser königliche Stern, der Herz, der Löwen, und das ist eine Herzensangelegenheit. Entweder die liebe Partnerschaft und da kommt die Bestätigung, dass wir das in Besitz nehmen können, oder du siehst etwas, was dein Herz berührt und möchtest das kaufen. Immerhin, hier handelt es sich auch um Finanzen, also man gibt auch Geld aus. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond steht in Spannung. Und diese Spannung, Unsicherheit, Nervosität spüren wir im Tag. Dieser Halbmond ist exakt um 6.53 Uhr. Es fehlt die Luftelement. Es fehlt die Leichtigkeit. In diesem 10. Juni steht Jupiter und Sonne gegenüber und das heißt, Sonne beleuchtet den Thema Gerechtigkeit und brauchen wir aber die Gleichgewicht oder etwas vergleichen, ausgleichen, so wie eine Waagschale, das symbolisiert auch tatsächlich Gerechtigkeit
Oder bedeutet auch die Chancen, Möglichkeiten oder die Neigung, etwas übertreiben. Und diese Sonnenkraft zeigt, bleib im inneren Gleichgewicht. Ja, nichts übertreiben, gerade in diesem Halbmond, sowieso nicht ratsam. 11. Juni übergeht Mond im Jungfrau und aktiviert Jungfrau-Themen. Und das bedeutet, etwas in Ordnung bringen, etwas klären und ist auch Heilenergie und kommt noch die Verbindung zum Verwandten oder wir lernen etwas, ein Austausch von Informationen. Es ist eine zunehmende Mondphase, das kann sich diese Informationen etwas vermehren. 13. Juni übergeht Mond im Waage, aktiviert Waage-Themen und das ist Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht oder Kunst, Kreativität, Harmonie und auch Partnerschaft. Und hier bei dir aktiviert außerdem deine Wohnsituation und gerade bei Waage ist es auch möglich, du verschönerst etwas zu Hause. 15. Juni übergeht Mond in Skorpion. Und das sind Skorpion-Themen wie Erneuerungsprozesse, die Gefühle achten, Angst loslassen, übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung und Liebe. Gerade hier im Bereich Kreativität, Lebensfreude und das ist hier auch spürbar oder die Verbindung zum Kinder. Mond ist die Empfängnis, Jupiter vergrößert etwas. Das könnte auch Schwangerschaft auslösen. 16. Juni übergeht übergeht Sonne, genau. Sonne übergeht in Zwillinge. Beginnt ein neues Monatsthema. Das heißt, Sonne verlässt den Stier und übergeht in Zwillinge. Neue Monatsthema ist die Zwillingenergie, Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten, viele neue Dinge entdecken, Kontakte, Bewegung, einiges in Bewegung. Bei dir ist das eher alles im Hintergrund, im Verborgenen. Hier im 12. Lebensbereich. Oder die Energie untersuchen, erkennen die Geheimnisse des Lebens, die Ursache nach etwas. In diesem 16. Juni steht Mond und Jupiter in Verbindung. Sie wirken zusammen. Und das heißt, das wirkt auf deinen Gefühlen, das kann auch Empfängnis sein. Und hier hast du auch die Chancen, Möglichkeiten, hier das Leben genießen. 17. Juni ist Vollmond, exakt um 9.31 Uhr. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze und hier befindet sich der Schlangenträger. Dieser Sternbild befindet sich im Ekliptik, zählt aber nicht zu dem 12 Tierkreiszeichen. Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Und in diesem Sternbild befindet sich dieser Vollmond. Und das bedeutet Heilung. Eindeutig Heilung, ein Heilenergie. Asklepios ist der himmlische Arzt. Aber auch vorsichtig sein, die Eindrücke von außen, die Einflüsse von außen überlegen, was ist die Wahrheit, was ist eine Lüge, woran sollen wir glauben. 18. Juni steht Merkur und Mars in einer Verbindung. Merkur
Merkur-Mars hier in Zwillingen und das kann bedeuten, dass ein Mann erzählt etwas, das ist sehr geheimnisvoll bei dir hier im 12. Bereich. Oder haben wir diesen Impuls, was zum Sagen, etwas vermitteln, aber die 12. Lebensbereich zeigt dir, muss nicht immer alles erklären oder sagen, schweige lieber, halte das eher zurück. Mond übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Es ist eine abnehmende Mondphase, das eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was abnehmen soll. Ich betone nochmal, ein Halbmondtag eignet sich nicht dafür. 19. Juni steht Mond und Saturn in einer Verbindung. Mond, Saturn, die wirken zusammen. Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Wir sollen bei Saturn Einfluss etwas in Ordnung bringen. Oder haben wir Lernaufgabe? Im selben Tag steht dann Mond auch mit Pluto, auch in Verbindung. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, alles andere sollst du verabschieden, loslassen. Und im selben Tag steht Mond auch mit Ketu in Verbindung. Das ist alles zusammen in einen Wirkungsbereich, eine gemeinsame Wirkungsbereich. Mond aktiviert Saturn, Mond aktiviert Pluto, Mond aktiviert auch Ketu. Und hier haben wir einen Einfluss von Nun Ki. Dieser Stern Nun Ki wird bei Sumerer verehrt und sie beschreiben das als heiligen Ort, ein Kraftort. Und hier handelt es sich auch um Gesundheit. Vielleicht brauchst du in diesem Tag ein Ort, wo du zur Ruhe kommst, wo du das Gefühl hast, genau das ist, das gibt mir Kraft. 20. Juni befindet sich Mond im Steinbock, aktiviert Steinbock-Themen und das heißt Ziele setzen, das nicht aufgeben und geduldig zu sein, diese Ausdauer zeigen und im 7. Lebensbereich aktiviert auch Liebe, Partnerschaft. 21. Juni erreicht Sonne im Sommerpunkt hier und das ist die Sommersonnenwende um 16.54 Uhr. Da werde ich noch Rituale machen in diesem Tag, eine Sommersonnenwende-Ritual. Werde ich nochmal anbieten, damit in unserem Leben eine Wende kommt, aber das werde ich noch verkünden. Und hier ist nochmal eine Veränderung, Merkur übergeht im Krebs, im selben Tag. Und das bedeutet für dich, viele Gespräche oder jemand hört zu, was du vermittelst oder diese Kontakte, Gespräche haben einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder persönlichen Gesprächen. 22. Juni ist Neptun im Stillstand. Bleibt alles stehen in dem Moment oder diesem Tag. Und Neptun-Energie zeigt unseren Wünsche, unseren Träume, unseren Visionen. Das ist wie, alles bleibt in dem Moment stehen. Ist auch ein Hinweis, meditieren, nochmal nachdenken über unsere Vorstellung bildhaft. Und dann wird nach diesem Stillstand rückläufig. Mond ist in diesem 22. schon im Wassermann. Also nicht nur der Stillstand zeigt sich hier bei Neptun-Energie, nachdenklich sein über unsere Träume, Visionen, sondern gleichzeitig Mond aktiviert das auch nochmal. Das kann auch bedeuten, dass wir einen Traum haben,
Und dieser Traum hat für uns eine wichtige Bedeutung, damit nicht alles stehen bleibt, sondern mal in andere Richtung was bewegt. 23. Juni befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn in weitester Punkt aus der Erde aus gesehen, wieder aktiviert Lilith-Themen. Und diese Lilith-Themen bedeutet unsere Sehnsüchte, aber auch die Neigung davonlaufen. Und genau so fühlt sich das an in diesem 23. Juni. Das scheint so weit zu sein, so unerreichbar zu sein. Und in solchen Momenten brauchen wir die innere Kraft, diese Überzeugungskraft und sagen, nee, ich gebe das nicht auf, ich glaube daran. Wir brauchen diesen starken Glauben. In diesem 23. Juni übergeht Mars auch im Krebs. Und das heißt, du zeigst Kraft und Bewegung, das kann Sport, Bewegung auch sein, oder dass du setzt dich durch. Möglich ist auch, dass ein Mann einen großen Einfluss hat auf dein Aussehen, auf dein Auftreten, auf deine Persönlichkeit. 24. Juni bildet sich Neptun-Mond, ein sogenannten Konjunktion. Sie wirken zusammen. Das handelt sich auch mit unserem Träumen, unserem Sehnsüchte. Ist sehr, sehr präsent. 25. Juni ist Halbmond im Fischen um 10.46 Uhr. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Erdung, es fehlt die Sicherheit, Stabilität. Dieses Gefühl löst dieser Halbmond, diese Spannung in uns aus. Außerdem kann bei dir noch sein, dass mit einer Reise was zu tun hat oder Glaubenssätze, dass du anfängst an etwas zum Zweifeln, weil die Bestätigung noch nicht da ist, weil dieser Erde-Element fehlt. 27. Juni ist Mond im Widder und steht in einer Verbindung zum Uranus. Und die wirken zusammen. Und das kann Überraschung sein, unerwartete Ereignis. Mond aktiviert die Uranus hier. Und das kann auch Veränderungen sein. Bei Widderenergie kann auch Neuanfang oder kommen Einflüsse von außen, lösen diese Veränderung aus. Das kann plötzlich unerwartet kommen und dann brauchst du die Kraft und die Mut, wirklich das auch wahrnehmen und etwas verändern, was hier das auslöst. 29. Juni. Venus ist in Zwillingen. Und das kann eine karmische Liebe sein. Das kann auch eine Liebe sein, was alles noch im Verborgenen ist. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt ihre Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du möchtest deine Liebesgeheimnisse erzählen oder anderen Geheimnisse einer Frau anvertrauen, aber Sonne ist auch da und das ist die Licht. Das heißt, das wird ins Licht getragen, das wird weiter erzählt, also lieber schweigen. 30. Juni übergeht Mond im Stier und aktiviert Themen Besitz, Finanzen und auch deine Wünsche oder Freundschaften. Kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast mit einer Gruppe, mit anderen Menschen, die gleichgesinnt sind. Liebe Eliora, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.